Hallo Mitspieler, mein Name ist Joshu und ich spiele mit euch The Long Dark. So, ich habe mir erstmal einen Kräutertee gemacht, also jetzt nicht in Long Dark, sondern in Real. Nicht um zu regenerieren oder um besser zu regenerieren, sondern eigentlich eher um ein bisschen meine Nerven zu beruhigen. Denn ich sehe mir so langsam die Fälle wegschwimmen. Das Problem, was wir jetzt hier haben, in dieser Variante, in dieser neuen Variante des Spiels ist, dass man den Lagerkoller nicht mehr aufhalten kann durch das Campieren in einer Schneehütte. Und das gibt nochmal so einen Ausschlag für das Spiel, dass ich im Moment nicht so richtig weiß, wie ich das aushalten soll. Glücklicherweise ist das Übernachten in der Höhle immer noch eine Möglichkeit. Die Höhle ist aber sehr weit entfernt von meiner Hütte. Das heißt, das wird ein enormer Aufwand. Habe ich keine. Oh Gott, jetzt habe ich keine Steine. Gleich zurück. Also, was tue ich jetzt hier? Ich werde Folgendes tun. Ich werde jagen. Ich hoffe, hier gibt es ein paar Steine. Ich werde jagen, um mein aktuelles. Jetzt zieht sich das auch zu. Okay, also nichts mit Jagen. Also ich muss natürlich erstmal mein Ernährungsproblem in den Griff bekommen. Das Gute an so einer Höhle ist, dass man den ganzen Tag über kaum Verluste erleidet, was jetzt so Kälte und so weiter betrifft. Mal ein bisschen warten. Das heißt, ich kann mich hier aufhalten und muss nicht befürchten zu frieren. Ah, okay. Gut, also zum Abend hin. Sagen wir mal, ach, es ist ja schon Abend. Und hier heult auch ein Wolf. Na, das gibt ja Kraft. Also, wenn ich keine Steine finde, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, müsste ich. Hier wirklich keine Steine? Müsste ich den Hasen mit Pfeil und Bogen jagen? So, okay. Also, bleib da, wo du bist. Was natürlich nochmal eine Möglichkeit wäre, den Wolf hier zu jagen, wenn es tatsächlich hier einen gibt. So, und jetzt Obacht. Ich meine, wir haben sie ja schon gehört. Ein oder mehrere Wölfe. Gut, dann schnell hinein.
Was ich gut finde, dass es hier ein komplettes Lagerfeuer gibt. Ich mach das mal. Oh, ich habe keine Fackeln mehr. Ist das real? Ich habe natürlich viel abgelegt. Also das erstmal ablegen. Kommt dieses Geheul wirklich von hier? Oder kommt das nicht doch vielleicht aus dem Tal irgendwo? So, da vorne ist halt ein Lagerfeuer in der Höhle, was noch nicht ausgebrannt ist. Das heißt, dass wenn ich das ankriege, kann ich da ein Karnickel zubereiten. Das ist halt das Ding. Also viel war ja in dem Lagerfeuer nicht drin, muss man ja echt mal sagen. Ich setze hier einen halben Liter Wasser an. So, das geht 56 Minuten. Das ist nicht irre lang, ist aber nicht schlimm. Denn wir haben noch Kohle. So, das schnell zerlegt. Und bitte händisch. Okay, gut. Dann hauen wir das hier rauf. Und das da rein. So, und hier machen wir eine Kohle rein. Gut, ist schon fertig. Na gut, das wird nicht viel gewesen sein. Wenn der zurückkommt, hätte ich Verwendung. So, 1,44, 28. Also wir wissen definitiv, hier ist einer. Und zwar, was riecht der? Ja, der riecht die Fährte. Ich darf mich bloß von diesem Feuer nicht wegbewegen. Ich darf nicht den Fehler machen zu glauben, dass ich da sicher bin. Jetzt haben wir noch zwei Pfeile. Probieren wir es nochmal. Shit, daneben. Ich würde den so gern kriegen.
Wieder nichts. Und schnell zurück. So, wenn ich das aufnehme, dann wird er wahrscheinlich noch aggressiver sein. Jetzt haben wir nämlich... War jetzt doppelt Fährte? Ne, immer noch einfache Fährte. Ich muss dieses Tier doch kriegen. Warum? Warum ist das nicht möglich? Das war ja noch ein Tänzchen hier. Ich hau mal noch eine Cola rein. Ich meine, für mich ist das, wenn ich hier wirklich bleibe, eine sichere Sache. Ich werde hier nie angegriffen werden von dem. Aber das Unangenehme ist, wenn ich mich jetzt in den Schlafsack lege, dann bin ich mir halt nicht mehr so sicher, ob das auch noch so lustig wird. Ich habe immer ein bisschen nach rechts und über ihn rüber. Ja, genau. So ist recht. Nochmal 2 Liter ansetzen. So, und jetzt wird er wahrscheinlich nicht mehr kommen. Sondern irgendwo verenden. Also den holen wir uns morgen. Ich kann regenerieren. 50 Minuten bis zum Schmerzpunkt. Jetzt ist er umgekippt. Okay. Und das sagt mir Folgendes. Ich sollte gleich das Feuer nutzen. Ich tue noch eine Kohle. Ne, 2 rein. Ich hoffe nur, er war der Einzige seiner Art hier. Wo bist du, mein Schatzi? Wo ist er umgekippt? Ich habe gehört, dass er umgekippt ist. Da oben? Könnte das sein? Oh mein Gott. Völlig exhausted. Bin immer noch nicht sicher. Könnte auch ein Stein sein. Ja. Ist unser Wolf. So. Rausholen. Und jetzt Vorsicht. Ja. Und zurück. Boah. Das hier wirklich auf dem Messerschneider. Aber wir haben nochmal Fleisch. Ja, das wird nicht dein Problem sein. Das kriegst du gleich. Und wir können 12 Stunden durchballern. So, und ich schätze, dann müssen wir morgen Abend zurück. So. Einmal das. Einmal das. 1 Stunde 2 Minuten. Okay. Ich esse das. Ja.
So, 2 Stunden 39. Ich mache einen halben Liter. Drink. Und mache jetzt noch mal 2 Liter. So, okay, wir sind gut gefüttert. Können regenerieren. Man hätte jetzt noch einen Kräutertee machen können. Schauen wir mal, wo sind wir? 79 Tage. Oh Mann. So, 12 Stunden. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Ich hoffe, so viel ist hier. Aber das war ja meine These, dass man tatsächlich ohne Feuer hier übernachten kann. Ich bin ein wenig entsetzt, wie gering hier nur die Regeneration jetzt war. Wir sind ja noch nicht mal bei 50%. Okay. Andererseits, man könnte hier tatsächlich noch mal eine Nacht verbringen. Ah, wir haben ja üppig ablegen, ablegen, ablegen. Den werde ich zerlegen. Das einzige Ding wäre, wir müssen uns überlegen, wie wir an Brennholz kommen. Da spielt ja wieder die Geschichte rein. Ich will gar nicht drüber reden. Also mit dieser Bügelsäge. So. Ablegen. Ablegen. Okay, fein. Gut. Muss mal kurz stoppen. GeForce hat mir eine schicke Nachricht geschickt. So, warum mache ich das? Warum will ich jetzt eigentlich Feuerholz holen? Ich weiß doch, dass ich da gar kein Feuerholz drin brauche. Ja, brauche ich nicht. Ich meine, es spricht nichts dagegen, hier ein paar Sticks zu holen. Aber ich habe Fleisch. Das einzige wäre, wenn ich jetzt den Kollegen noch braten wollte. Dann sollte ich natürlich noch mal ein bisschen was holen. Aber trotzdem die Pistole ziehen. Ja, das ist eine gute Idee. Ich werde dieses Fleisch, was da noch drin ist, noch rausholen. So, sagen wir mal das. Zurück. Das können wir einstweilen hier ablegen. Wir wärmen uns auf. Gut.
So, dann kommt die zweite Fuhre. Also, genau, diese Nacht werden wir jetzt noch gut überstehen. Und ich überlege ja sogar, ob es nicht sogar noch eine dritte Nacht sein sollte. Um wirklich sicher zu sein, dass man dann wieder 4, 5 Tage in der Hütte arbeiten kann. So, weil jetzt kann man mit dem Feuer starten. Naja, wir haben 10, das ist nicht irre viel. Gar nicht, ob wir das gar kriegen in der Zeit. Ich wollte nämlich eigentlich mir noch einen Drink machen. So, erstmal all das rein. Ein Drink. Einmal garen. So, 1 Stunde 20. Gut, also das wird es jetzt auf jeden Fall schaffen. Okay, ich bin aber immer noch ausgekühlt. Ah, ich glaube, das bringt jetzt nichts. Ich glaube, das habe ich umsonst gemacht. Weil sich jetzt hier rauszuwagen, ist Quatsch. Okay. 9 Minuten. Damn it. 32 kann noch mal ein halber Liter angesetzt werden. Ja. Ja, das ist die Situation. Es ist nach wie vor sehr kritisch, finde ich, aber ich habe ein bisschen Hoffnung geschöpft. Ihr seht aber, wie viel Temperatur wir gerade verlieren. Mal gucken, wie das läuft. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt beim Schauen des Videos. Würde mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye.